Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Thema US-Aktienhandel mit Philipp Schröder von Next Level Trader. Bevor wir gleich loslegen oder ich auch rüberschalte gleich zu Philipp, einfach nochmal kurz die Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir da über die Chat-Funktion ein kurzes Feedback geben, ob ja, die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Und ob da von der technischen Seite alles soweit passt. Aktuell sollten Sie die FXFET Homepage sehen. Und ja, aktuell, Sie sehen dann das Bild von unserem Event, was nächste Woche Dienstag stattfindet. Und zwar unser Kino-Event hier in Düsseldorf. Wir haben dort eine Veranstaltung, wo wir Sie herzlich zu einladen, mit uns gemeinsam ins Kino zu gehen, in den Film, Film The Big Short. Ist ja der Kinoblockbuster für Trader im Prinzip. Ja, wenn Sie aus der Nähe von Düsseldorf kommen, sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Aber ich muss dazu sagen, es wird schon knapp mit den Plätzen. Also wenn Sie noch teilnehmen möchten, dann müssen Sie sich sehr schnell noch beeilen. Ja, ich habe das Feedback bekommen, dass Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Wunderbar. Perfekt. Also dann passt das schon auf der Seite. Philipp, ich denke, du kannst mich auch hören oder ich hoffe, du kannst mich auch hören. Aktuell ist deine Sprachwiedergabe noch nicht freigeschaltet, aber das kannst du, glaube ich, selber dann einstellen. Ja, wenn du soweit bist, würde ich gerne zu dir rüberschalten. Wie gesagt, Thema ist US-Aktienhandel, ist natürlich jetzt eine sehr, sehr spannende Phase, sehr, sehr volatil die Märkte. Es ging ja jetzt Anfang des Jahres deutlich zurück. Aber natürlich kann man sich dann auch diese Volatilität kann man natürlich nutzen, auch für den Aktienhandel und insbesondere für den US-Aktienhandel, den Sie ja bei uns sowohl bei FXFET über CFDs, also über Aktien-CFDs durchführen können, als auch über CapTrader natürlich. Bei CapTrader können Sie direkt die Aktien handeln, wenn Sie dort das Konto haben. Ich denke, da finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, bei uns auf der Homepage. Auch die Kondition und natürlich auch bei FXFET. Also dort über unser Konto hier in Deutschland haben Sie die Möglichkeit, die amerikanischen Aktien zu handeln aus dem Dow Jones. Ja, dein Bildschirm wird ja schon übertragen, Philipp. Ja, also ich würde sagen, dann gebe ich auch direkt zu dir rüber. Ich kann dich nur noch nicht hören, aber wahrscheinlich hast du auch noch nichts gesagt. Also, Ihnen wünsche ich viel Ich hoffe Spaß bei dem jetzt. Webinar mit Philipp Schröder. Bis später. Danke, bis später. Ich hoffe, ja, hallo zusammen, guten Abend. Ich hoffe, ich bin zu hören. Zumindest zeigt meine Anzeige hier, dass meine Audio funktioniert. Ja, ist alles wunderbar, Philipp. Perfekt. Bild und Ton passt. 1A, gut. Ja, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen nochmal. Gerade schon gesagt, vielen Dank für die Anmoderation. Thema heute Abend aus gegebenen Anlass nochmal so ein bisschen die US-Trading-Strategien oder US-Aktien-Trading-Strategien, die man gerade im Rahmen der Berichtssaison zur Anwendung bringen kann. Die Berichtssaison ist ja immer dann für vor allen Dingen Intraday-Händler interessant, viermal im Jahr sozusagen, wenn die großen, vor allen Dingen großen US-Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen und damit dann potenziell Kursbewegungen auslösen in ihren Aktien. Die wesentlichen oder großen Aktien, die handelbar sind, interessieren uns natürlich am meisten. Nicht so sehr die kleinen, wo wenig los ist, sondern vor allen Dingen eben tatsächlich die Titel, die besonders viel gehandelt werden und die besonders häufig im Grunde dann auch mit diesen Quartalsberichten wieder eine ausgelöste Kursbewegung sehen, die wir dann nutzen können, um da kleinere Trades zu etablieren oder möglicherweise auch in größere Trends zu kommen. Es gibt verschiedenste Ansätze, das zu traden. Ich möchte heute Abend im Grunde eine oder zwei kleine Ideen dazu vorstellen, die sich relativ einfach umsetzen lassen, egal mit welchem Broker, der jetzt hier gerade vorgestellt worden ist, FXFlat als CFD oder CapTrader als Aktie im Grunde auch umzusetzen ist. Die Auswahl der Titel, zumindest was die dort 30 US-Aktien angeht, ist ja relativ groß. Bei CapTradern im physischen Handel natürlich unbegrenzt groß. Da kann man da das ganze Portfolio sich aussuchen, was es da gibt. Nichtsdestotrotz ist beides im Grunde
oder sind beide Plattformen gut dafür gerüstet, das Ganze umzusetzen. Ich möchte auf zwei oder drei Titel eingehen heute. Nächste Woche wird es ja vor allen Dingen spannend. Wir sind ja im Grunde jetzt mittendrin mit einer der größten Aktien im Markt. Das ist die Apple-Aktie, die kommt am 26. ersten Post-Market. Wie man das findet und herausfindet, das werde ich gleich zeigen. Und dann hatten wir jetzt in der näheren Vergangenheit schon den einen oder anderen Titel gesehen, unter anderem zum Beispiel Morgan Stanley. Dann haben wir Bank of America gesehen, wir haben Netflix gesehen, auch eine Aktie, die relativ bekannt und berühmt ist für ihre Bewegung Post-Earnings. Und ja, es kommt noch einiges weiteres natürlich. Intel ist da gewesen, IBM war gestern relativ interessant, Post-Earnings. Und ja, wir schauen uns einfach mal an, was man da zu welchem Zeitpunkt wie umsetzen kann und welche Ansätze da entsprechend attraktiv sind, beziehungsweise am vielversprechendsten sind, wenn man versucht, direktional in einen Trade irgendwo einzusteigen. Machen wir das mal am Beginn mit IBM, die, bevor wir auf die Apple schauen, die letztendlich ja nächste Woche erst kommt. Und da möchte ich dann gleich mal hier zeigen, wie wir es machen. Wir gehen hier in dieser Selektorenliste auf die IBM und ziehen die uns mal hier einfach mal geschmeidig in den Chart. Ich mache die mal etwas größer, dann ist es, glaube ich, auch besser zu sehen auf dem Monitor. Was wir hier im Moment sehen, ist sozusagen der Kursverlauf. Ich nehme mal hier mal einige Objekte raus, unter anderem mal so eine Trendlinie und so weiter. Ein Label brauchen wir auch nicht. So. Was wir hier sehen im Moment, um das einmal kurz nur zu zeigen und aufzulösen, ist ein Tageschart von der IBM D1 für Daily. Man kann das hier umschalten. Was wir noch sehen, ist ein paar gleitende Durchschnitte, die da eingezeichnet sind. Die vertikalen Linien hier sind das Handelsvolumen und dann haben wir hier unten noch die ATR eingezeichnet als sozusagen kleine Volatilitätsindikation, die wir nutzen können, um uns ein Bild darüber zu machen, was später die Risikoparametrisierung angeht, wenn wir unsere Positionsgröße auswählen. Bevor wir da einsteigen in die Handelsstrategien an sich, ist hier nochmal quasi, ich staufe das mal kurz ein Stück zusammen, ist hier nochmal dargestellt, im Grunde seit 2010 der Tagesverlauf der IBM, sieht jetzt nicht ganz so geschmeidig aus, relativ ruckelig das Ganze und die befindet sich natürlich eher am unteren Ende da der Bewegung. Wir haben in der IBM schon länger eine relativ schlechte Performance gesehen, seit im Grunde dem Hoch da in 2013. Und das Schöne für uns im Rahmen der Earnings- oder Berichtssaison ist, dass wir nicht so sehr darauf schauen müssen, wo befindet sich eigentlich diese Aktie jetzt makromäßig, also ist die irgendwie im Abwärtstrend oder im Aufwärtstrend, macht die gar nichts oder macht sie irgendwas, sondern uns interessiert im Grunde nur die Preisreaktion des Underlyings sozusagen oder der Aktie auf die News, die entsprechend veröffentlicht wurden oder veröffentlicht werden. Und wie wir alle wissen, ist es so, dass die kurzfristige Fundamentaldatenänderung innerhalb einer Aktie bzw. der Firma sozusagen, die reportet, meist dafür verantwortlich, dass kurzfristig die Preise eines entsprechenden Wertpapiers sich dann verändern. Und in diesem Fall haben wir natürlich häufig technische Gründe, aber vor allen Dingen eben eine kurzfristige Fundamentaldatenänderung als Auslöser für eine Preisreaktion dann innerhalb des Wertpapiers. Die IBM hat relativ schlechte Zahlen geliefert, das kann ich jetzt aus der Vergangenheit sagen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich möchte aber, bevor wir noch dann in die Details jetzt gehen, einmal ganz kurz auch nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich erstmal wissen muss, wo und wann welcher Titel entsprechend Quartalszahlen liefert und ich möchte dazu noch mal ganz kurz neben der Handelsplattform, die hier zu sehen ist von FXFlat, ganz kurz ein Charting-Tool vorstellen. Das ist hier dieses, ich glaube, es ist auch mittlerweile hinlänglich bekannt, das ist dieses Tool hier von TradingView. Warum ist das interessant? A, ist da ein bisschen mehr Kurshistorie noch zu sehen, man kann damit natürlich nicht traden, aber es ist ein bisschen mehr Kurshistorie zu sehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite
und das ist relativ hilfreich, ist zu sehen, die Earnings von entsprechenden Wertpapieren. Hier kann man also nachschauen, welche Aktie wann Earnings hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird das hier auch noch im Chart abgetragen. Das ist also relativ praktisch, das zu benutzen, um sich sozusagen vorzubereiten auf die Berichtssaison oder auch zu sehen, wo steht man. Im Moment sehen wir hier den gleichen Chart wie in der anderen Plattform. In dem Fall ist es allerdings ein Wochenchart. Aber die Moving Average Einstellung ist im Grunde genau die gleiche und da gibt es keinen größeren Unterschied. Was aber zu sehen ist, und deshalb habe ich das jetzt eben mal hier aufgemacht, macht es vielleicht sogar noch ein Stück größer, dann ist es auch besser zu sehen, ist diese vertikal abgetragene Earnings-Daten plus die Dividenden, die unten zu sehen sind. Und man sieht relativ schön, wenn man das jetzt mal ein bisschen weiter auffächert auf die Tagesbasis, was wir gerade auch schon gesehen haben, man sieht relativ schön, dass zwischen den verschiedenen Quartalen oder Quartalsberichten, das sind also immer diese vertikalen orangen gestrichelten Linien, die Aktien im Grunde, sich tendenziell eher seitwärts bewegen und die meisten Bewegungen im Grunde ausgelöst werden post Earnings, also nach der Veröffentlichung der Zahlen. Jetzt mache ich da einen Kreis drum, dann ist es sogar ein bisschen besser zu sehen. Irgendwo gibt es hier, glaube ich, einen. Hier gibt es irgendwo einen Kreis, glaube ich. Ja. Also wenn man sich das anschaut, zum Beispiel hier jetzt allerjüngst an dieser Stelle, dann sehen wir, wenn wir ein bisschen reinzoomen, dass die IBM sich vorher im Grunde seitwärts bewegt hat und dann wurden die Zahlen veröffentlicht, Postmarke, und am nächsten Tag kam im Grunde dann die Preisreaktion im Markt oder wurde im Markt zu sehen. War im Markt zu sehen und wir sehen, dass vorher im Grunde zwischen den Quartalen relativ wenig passiert ist, was die Trendrichtung angeht, sodass wir uns getrost in vielen Titeln im Grunde darauf verlassen oder stützen können, von Earnings-Datum zu Earnings-Datum zu agieren und nicht unbedingt zwischendurch. Die Ausnahme ist natürlich, wenn wir ein wie auch immer geartetes anderes Trading-System nutzen, um möglicherweise in den Swing-Trade zu hängen oder so. Das ist jetzt dann nochmal natürlich ein anderer Ansatz, aber fürs etwas kurze, mittelfristige Trading kann man sich fast überlegen, ob man im Grunde nur diese Quartalszahlen, die ja immerhin viermal im Jahr kommen, als Anlass nutzt, um dann im Trading aktiv zu werden und in der restlichen Zeit eben tendenziell seine Swings hält oder eben auch nicht viel tut. Es bleibt eben natürlich jedem selbst überlassen, aber das ist eben eine Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Wir sehen also, um das kurz zu machen, zum Beispiel auch hier, dass die Earnings- und Berichtssaison immer wieder der Auslöser für größere Kursbewegungen ist. Um das nochmal einzutragen, im Grunde, um das zu sehen, wir haben das hier gesehen, Postmarket 19.01., das ist der 21., also ein bisschen zwei Sessions im Grunde schon her. Wir gehen jetzt auch gleich mal zurück auf die andere Plattform, damit wir das hier uns auch nochmal anschauen können, sozusagen zu Genüge. Ich versuche es ein bisschen zu zoomen, dann ist es noch ein bisschen besser sichtbar sogar. Hier sehen wir das. An diesem Tag, wie gerade in der TradingView-Plattform eben auch schon gezeigt, wo jetzt hier aktuell die Maus unterwegs ist, sehen wir den Schlusskurs der IBM-Aktien, die hier irgendwo bei 1,27 irgendwas, wenn man sich das genau anschaut. Und dann sehen wir im Grunde, ich versuche das hier mal mit diesem Kreuz zu machen, hier sieht man es relativ gut, und dann sieht man am nächsten Tag zur Eröffnung eben dieses Downgap. Ja, wie kann man das Ganze jetzt handeln? Deshalb sind wir ja heute hier, um herauszufinden, was kann man eigentlich tun, wenn man so eine Aktie sich anschaut. Ganz wichtig, alle von Ihnen werden wahrscheinlich das schon mal in irgendeiner Form versucht haben umzusetzen. Ganz wichtige Regel im Grunde ist es, die Preisreaktion, die sich ergibt auf ein entsprechendes Event, wie zum Beispiel diese Nachrichtenveröffentlichung, Zahlenveröffentlichung, nicht zu verfolgen, im Sinne von einer Preisreaktion hinterherzulaufen. Das ist eben etwas, was man relativ zügig lernen und beherrschen sollte, damit man nicht zufällig auf der falschen Seite steht. In diesem Fall ist es ja so, was jetzt hier nicht zu sehen ist, dass die vor- und nachbörsliche Handelszeit im Grunde ja einen Großteil der Bewegung schon abbildet und ausmacht. Bei Netflix war es relativ einfach und gut zu sehen, in der IBM ist es ein bisschen weniger spannend gewesen.
Das wird jetzt hier nicht angezeigt, aber man sieht im Grunde alles, was vor und nach der offiziellen Handelszeit zwischen 15:30 und 22 Uhr ist, hier jetzt im Chart nicht, was nicht ganz so problematisch ist. Wichtig ist vielmehr, dass man eben versucht, gerade in dieser illiquideren Handelszeit außerbörslich sich nicht da auf die falsche Seite zu stellen. Das kann relativ zügig wehtun. Da gibt es eben wirklich recht erratische und große Kursausschläge. Was ist also sozusagen die Kernbotschaft, das Wichtigste daran? Das Wichtigste ist erstmal abzuwarten, wie überhaupt die Preisreaktion auf die Nachrichtenveröffentlichung aussieht. Geht es hoch, geht es runter? Bewegt sich das Ganze seitwärts? Wie stark geht es hoch, wie stark geht es runter? Ist das außergewöhnlich oder nicht? Und dann daraus einen Plan zu machen, um sozusagen am Folgetag in der Cash-Session, also dann, wenn um 15:30 Uhr der Markt eröffnet, eine Trading-Strategie umzusetzen, um möglicherweise davon zu profitieren, dass diese Aktie sich an diesem Tag stärker und deutlicher bewegt, als sie das normalerweise macht. Um abzuschätzen, wie stark eine Aktie sich normalerweise bewegt, und normalerweise ist natürlich so ein relativer Begriff, aber wir wollen natürlich irgendwie abmessen, naja, wie volatil ist denn so ein Titel in der Regel. Da können wir, und das habe ich in einigen anderen Webinaren auch schon immer wieder mal erläutert, zum Beispiel eine Indikation nutzen, wie diese sogenannte Average True Range, ATR. Diese ATR trägt im Grunde die durchschnittliche Bewegung über die letzten x Handelstage ab. In diesem Fall sehen wir, wird die abgetragen über 14. Und das bedeutet, dass die IBM-Aktie gemittelt über die 14 letzten Handelstage sich um etwa 3,5 Punkte bewegt. 3,5 steht hier unten links. Da ist eben aktuell der Wert der ATR. Die ist natürlich gestiegen jetzt mit der gestiegenen Vola, ganz klar, nach der Veröffentlichung der Zahlen. Allerdings war klar vorher auch ungefähr, naja, irgendwas mit 2 Punkten oder so, da hat man schon rechnen müssen. 2,5 bis 2 Punkte. Jetzt sind wir da eben noch einen Punkt weiter drüber. Warum ist das relevant? Warum muss man das wissen, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, wie man diese Aktie tradet? Das hat quasi unmittelbar Auswirkungen auf die Positionsgrößengestaltung. Hintergrund ist, wenn wir eine Aktie traden wollen, die, weiß ich nicht, $10 Bewegung hat und wir kaufen davon 500 Stück, dann ist das was anderes, als wollen wir eine Aktie mit 500 Stück traden, die sich nur um $3 bewegt im Schnitt. Ganz klar, das Risiko steigt eben, weil die Volatilität in der Aktie im Grunde höher ist als in der anderen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Spread-Produkte und für zum Beispiel für Indizes. Das gilt für den Forex-Bereich, das gilt vor allen Dingen im Rohstoffbereich. Es ist also erstmal wichtig, überhaupt zu wissen, das, was ich da gleich habe oder irgendwann mal handeln möchte, wie stark bewegt sich das eigentlich? Wenn man also verschiedene Titel sich ansieht und nicht zum Beispiel immer nur den gleichen Wert wie den DAX oder sonst was, dann muss man natürlich wissen, dass nicht jeder Titel die gleiche Volatilität bietet. Es ist deshalb im Grunde wichtig, sich das immer wieder anzeigen zu lassen, weil irgendwie im Kopf behalten kann man es nicht. Es sei denn, man hat die eine oder andere Aktie regelmäßig auf dem Radar, dann weiß man ja ungefähr, wie stark bewegt sie sich, was ist normal, was ist eher unnormal, was ist außergewöhnlich. Wenn man aber quasi frisch sich eine Aktie anschaut, die man möglicherweise noch nie oder nur sehr selten handelt, dann weiß man um diese Charakteristik nicht. Und deshalb hilft letztendlich, sich das nochmal kurz anzeigen zu lassen, hier über diese ATR im Grunde im Chart. Das bietet ja jede Trading-Plattform mittlerweile und ist relativ einfach da dargestellt. Wir wissen also ungefähr 3 Punkte, mittlerweile 3,5, aber sagen wir mal vor den Earnings ungefähr 3 Punkte bewegt sich diese Aktie. Das heißt, im Worst Case sozusagen, also im Fall von einer Überreizung der ATR bis zum Extrem, müssen wir dann berechnen, dass diese Aktie möglicherweise 3 Punkte gegen uns läuft. Mindestens, wenn wir also 100 Stück handeln wollen, dann ist die Rechnung so, dass die 100 Stück maximal 3 Punkte gegen uns laufen sollten, also ein oder anderthalbfaches der ATR, vielleicht 5 Punkte. Dann sehen wir schon relativ schnell, dass dieser Trade uns, sollte er wirklich massiv gegen uns laufen, ungefähr zwischen 300 und $500 kosten könnte, was dann unmittelbar darauf zu beziehen ist, ja, was die Risikoparametrisierung angeht, die wir dann für unser Konto einstellen wollen. Wir alle wissen, tendenziell wollen wir nicht mit ganz so viel Risiko handeln, damit wir ein paar Trades auch machen können, im Spiel bleiben. Ich will jetzt nicht mehr oder nicht im Detail darauf eingehen, was die Drawdown-Tabelle angeht und was das bedeutet,
wann man wie viel verliert, wie viel man wieder aufholen muss und so. Sondern es geht einfach darum, quasi sozusagen im Trading-Spiel zu bleiben. Und das bedeutet, man sollte eben nicht zu viel verlieren, damit man eben noch einigermaßen viele Trades machen kann. Denn nicht jeder sitzt und gerade wenn die Volatilität steigt, wird es eben relativ schwierig, einen Trade auch gut zu treffen. Da wird man dann häufiger ausgestoppt. Das macht also Sinn, da eben das Risiko zu begrenzen. Diese gängigen prozentualen Werte sind ja bekannt, meines Erachtens. Dabei handelt es sich ja meistens so um 0,5 bis 1%, irgendwas bis 3% hoch, manche fahren da auch mehr. Aber am Ende ist es ein Spiel der oder ein Rechenexempel, bleiben wir da mal irgendwie bei 1% oder sowas. Wenn also 500 Dollar da 1% ungefähr abbilden, dann kommt man damit ja relativ gut aus. Wenn es ein halbes Prozent ist auch, also sagen wir mal 10.000 Euro Konto oder so und dann nehmen wir da vielleicht 500 Dollar Risiko, dann kommen wir da immer noch mit hin, einigermaßen, ohne dass das jetzt zu sehr kracht. Man kann natürlich da auch ein Stück weit runtergehen, skaliert dann am Ende über die Positionsgröße, geht vielleicht statt mit 100 Aktien dann eher mit 50 oder 70 Aktien ins Spiel, je nachdem, was man erreichen will. Das ist also jetzt ohne diesen große Abhandlung über das Trading mit Positionsgrößengestaltung, Vola und Kontogrößenanpassung und so weiter nochmal auch durchzuexerzieren. Das ist eben so der Hintergrund, warum wir auf die ATR schauen. Das soll am Ende einfach wirklich ein Gefühl dafür vermitteln, wie stark bewegt sich so ein Titel generell und wie viel sollte ich tendenziell an Positionsgröße nehmen. Sind das jetzt eben 1000 Stück oder sind das eher 100 Stück oder 200 Stück? So. Dann wissen wir, okay, wir einigen uns darauf, wir nehmen ja zwischen 50 und 100 Aktien, wenn man irgendwie jetzt mal also mit einem zwischen 5 und 10.000 Euro großen Konto unterwegs ist, um eben diesen Titel zu handeln. Und dann haben wir sozusagen die Trockenübung gemacht, ohne zu wissen, was wir überhaupt handeln wollen und beziehungsweise wie wir das umsetzen wollen. Aber was wir schon gemacht haben, das ist im Vorfeld jetzt zu bestimmen, mithilfe der Average True Range, wie stark bewegt sich der Titel, wie viele Stückzahlen können wir da entsprechend nutzen. Sind also da jetzt bei dieser Zahl, sage ich mal, von 100 gelandet. Jetzt müssen wir uns überlegen, naja, wenn die Zahlen denn veröffentlicht werden und die Aktie kommt irgendwie rein, wie traden wir denn das Ganze? Wir wissen, wir wollen das mit so und so viel Aktien traden, aber wir wissen noch gar nicht, gehen wir jetzt long oder gehen wir jetzt short. Und an dieser Stelle kommt natürlich dann der weitere Part sozusagen der Trading-Strategie ins Spiel und das ist eben der Handelsansatz an sich. Vorher war es ja im Grunde nur Risikomanagement, sozusagen Parametrierung der Risiko, Umgebung. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, naja, an welchen Leveln traden wir die Aktie, wollen wir da long sein, wollen wir da short sein, wie finden wir das überhaupt raus? Und um den Kursverlauf hier nochmal zu zeigen, das ist im Grunde erstmal das Down Gap, was wir gesehen haben am Folgetag nach der Veröffentlichung der Zahlen. Und dann bewegt sich die Aktie irgendwie. Und jetzt müssen wir im Grunde erstmal einen Ansatz finden, der uns erlaubt zu entscheiden, an welchem Punkt gehen wir long und an welchem Punkt gehen wir short. Und da ist es für die meisten relativ einfach, zumindest sozusagen, wie soll ich es nennen, relativ einfach zu entscheiden oder eine Analyse zu fahren, denn da kommt im Grunde die technische Analyse ins Spiel, die ja jeder wahrscheinlich, der hier auch zuhört, kennt, schon mal gehört hat und so weiter. Ich bin da jetzt nicht so weit, will da jetzt nicht so weit gehen, hier große technische Analysen zu machen, da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner, aber die wesentlichen einfachen Dinge im Grunde sind zu sehen und lassen sich relativ gut abbilden. Wir arbeiten in der Regel dann mit großen übergeordneten Widerstands- und Unterstützungsniveaus, als eben auch mit Trenddefinitionen über gleitende Durchschnitte. Da gibt es eine ganz einfache Checkliste, die man abarbeiten kann. Ich mache mal eben so ein, was, es gibt irgendwo so ein lustiges kleines Tool oder auch nicht, mit dem ich das mal kurz aufschreiben kann. Ich mache es mal hier mit. Dann wird es deutlich. So. Also was ist wichtig? Als allererstes, ich schreibe das mal hier in so einen Texteditor rein, als allererstes müssen wir erstmal feststellen, erster Schritt sozusagen, ich hoffe es zu lesen, ja,
müssen wir zuerst mal das Risiko parametrieren. Und wir wissen anhand der ATR, das hatte ich gerade erläutert, können wir einstellen, naja, wie viel Stückzahlen auf unser Konto bezogen brauchen wir. Wir haben hier in diesem Fall bei IBM eine ATR von 3,5 oder sagen wir mal von 3 vor den Earnings und wissen, okay, wir wollen maximal $300 zum Beispiel riskieren. Das heißt, wir bewegen uns so im Bereich von 100 Shares in etwa als sozusagen Einstiegsposition. Und das ist der erste Schritt. Und da haben wir noch nicht auf den Chart geschaut, sondern im Grunde erst nur die ATR bestimmt. Der zweite Schritt, und das ist das, was ich jetzt erläutern will, ist im Grunde erstmal sozusagen eine technische Analyse. Das kürze ich mit TA ab, der Makrolage sozusagen des Wertpapiers. Also wo sind übergeordnete Support- und Widerstandszonen, also Support- und Resistance kürze ich das mal hier ab. Philipp? Was macht der Trend? Also gleitende Durchschnitte. Philipp, ganz kurz, kannst du mich verstehen? Kannst du vielleicht Ja. die Schrift etwas größer vergrößern, weil man das nicht Ich so glaube gut ja. lesen kann, ist sehr, sehr klein. Okay. Ja, dann mache ich es ein bisschen, dann mache ich es mal kurz anders. Kein Problem. Dann nehme ich mir ein anderes Tool. Einen Moment. Geht schnell. Haben wir das nämlich auch noch ein bisschen besser zu. Mein Monitor ist recht groß und das ist wahrscheinlich genau das Problem. Dann wird es etwas schwieriger zu sehen. Ist aber kein Thema. Machen wir es hier. So. Ist das besser? Ja, super, vielen Dank. Also, zweiter Schritt ist sozusagen technische Analyse. Wo sind Support- und Resistance-Level? Wie läuft der Trend? In diesem Fall kann man das abbilden mit kleinen Durchschnitten. Die kürze ich jetzt mal als Emmas ab hier. Also, wie ist die Steigung, fallen oder steigen die? Welche gleitenden Durchschnitte sind in der Nähe? Wo könnte man an welchem gleitenden Durchschnitt möglicherweise aktiv werden? Und dann, um gleich dieser Frage vorzubeugen, ich arbeite mit den EMAs 5, 20, 50, 100 und 200 sowie dem SMA 200 zusätzlich noch als Filter, der ist da mit drin. Wie das funktioniert, zeige ich gleich. Und das machen wir jetzt auch im Schritt Nummer 2. In dem Fall von IBM ist es ein bisschen sinnfrei, weil es wird relativ schnell klar, die Aktie befindet sich unter all ihren gleitenden Durchschnitten. Das ist jetzt hier ein Wochenchart. Und zwar bereits vor Veröffentlichung ihrer Zahlen. Ich mache es mal ein bisschen deutlicher noch. Es führt so ein bisschen der 5er gleitende Durchschnitt in der 20er da diesen Trend mit an, aber am Ende sehen wir dieses relativ weit entfernt von ihren gleitenden Durchschnitten und hat da recht wenig Pullback-Charakter oder so, irgendwas, wo man reinschauen oder reinkaufen könnte. Das ist einfach zu weit weg. Da fällt also das schon mal flach. Wir wissen also in der IBM an diesem Beispiel, das schreibe ich jetzt mal nochmal dazu, dass der Trend nach unten zeigt, also abwärts, und dass die Moving Averages alle aufgefächert sind, weit entfernt sind. Nichts, mit dem wir irgendwo was anfangen könnten, um eine Moving Average Training Strategie oder so anzuwenden. Was aber klar wird, ist, dass wir in der Nähe eines großen Makro-Support- und Resistance-Levels sind. Und das ist dieser Bereich von 121 aus der Vergangenheit. Man sieht das hier links etwas schlecht, aber immerhin. Da sieht man ungefähr im Bereich von 121 so ein mehrfach getestetes technisches Level, was quasi übergappt worden ist mit den Earnings. Und hier fehlt jetzt ein bisschen die Historie, aber wenn wir hier nochmal auf diese Plattform zurückgehen, diese andere, da ist es nochmal sogar ein bisschen besser zu sehen, einfach weil da etwas mehr Daten da sind. Das ist dieser Bereich von 121 bis runter im Grunde Richtung 122 und am Ende 116 sogar aus 2010. Diese Daten sind jetzt nicht eingepflegt, was nicht ganz so schlimm ist, weil man muss gar nicht so weit zurücksehen. Aber in diesem Fall sehen wir eben hier so ein bisschen einen Preisbereich, der uns möglicherweise Support bieten könnte oder sollte er eben wirklich zerbröseln, wegbrechen, die Aktie da weiter abbauen und dann diese 2010er Tiefs auch rausnimmt und möglicherweise dann eben weiter zur Downside trade. Das ist also so eine Hypothese, die man bilden kann. Darum geht es auch im Grunde in der Vorbereitung zu überlegen, was sind mögliche Handelsperspektiven und zwar für beide Seiten, für die Long- und für die Short-Seite.
Und was lässt sich ableiten an Möglichkeiten? Wann wollen wir möglicherweise long sein oder gegen welches Makrolevel möchten wir diese Aktie tendenziell eher shorten? Vor allen Dingen, wenn sie im übergeordneten Verlauf eher nach unten zeigt, dann liegt ja der Schluss nahe zu überlegen, ob man nicht in Trendrichtung im Grunde auch weiterarbeitet. Ein großes Problem ergibt sich aber immer, und das ist die Tatsache, dass nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen ein Titel natürlich sich dazu entschließen kann, auch aus dem Trend auszubrechen. Ich will damit sagen, nur weil die Aktie lange Zeit abwärts läuft, heißt das nicht, dass sie jetzt noch weiter abwärts läuft. Da muss man eben etwas flexibel bleiben, damit man nicht sozusagen immer im Kopf hat, hey, die muss ja fallen, weil die fällt ja schon die ganze Zeit, sondern man sollte an dieser Stelle eher sich zeigen lassen von der Aktie, wo sie überhaupt hin will. Und das ist gleich der dritte Punkt, auf den ich zu sprechen komme. Vorher aber nochmal zur Wiederholung. Also zu schauen, wie trendet die, wo sind große Support- und Resistance-Levels. Jetzt wissen wir, Preisbereich von 121 bis 122, sowas in etwa, ist ein Level, was sich traden lässt, möglicherweise traden lässt, egal in welche Richtung. Jetzt wollen wir natürlich erstmal feststellen, wie können wir das denn umsetzen. Und dazu müssen wir, jetzt mache ich das mal hier so ein bisschen kleiner. So, da haben wir es. Dazu müssen wir erstmal uns die Aktie dann im Detail so ein bisschen genauer anschauen. In diesem Fall gehen wir mal auf diese Preisreaktion nach der Eröffnung, und das ist hier der Fall. Hier sehen wir dieses Downgap, und das Downgap geht in der Spitze. Na, jetzt habe ich es hier neu automatisch gestellt. Machen wir das mal so. Und das Downgap geht es in der Spitze bis runter zu dem Preisbereich von 118. Die bricht also die 120. Es ist jetzt ein Minutenchart, der zu sehen ist. Und hier wird im Grunde gleich das beste Beispiel geliefert dafür, dass man da geduldig sein sollte. Die ersten 10 bis 15 Minuten nach der Eröffnung sind so erratisch, gerade in so großen Titeln, dass man da sich tunlichst eher raushalten sollte. Und das ist auch gleich der dritte Punkt. Ich sagte gerade eingangs, man muss sich zeigen lassen, wo die Aktie eigentlich hin möchte. Was passiert also in der IBM? Die macht schwach auf, die bricht dieses große Makrolevel von 1,22 und 1,21x, bricht sozusagen mit den ersten Prints runter Richtung 1,18 und geht dann relativ zügig hoch Richtung zurück 1,20. Wir haben vorhin dieses Level von 1,21 uns angesehen auf Makroebene, und dieser ganze Bereich zwischen 1,21 und 1,22 ist eben sozusagen jetzt von unten ein angelaufener Preisbereich. Haben wir also im Kopf, dass da irgendwo auf breiter sozusagen Front, Makrofront möglicherweise ein Support-Niveau liegt, was nicht heißt, dass es halten muss, aber wir haben da irgendwas im Weg. Und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir da mit diesem Level traden, also wollen wir eher auf der Long-Seite aktiv sein oder nicht. Und das können wir uns in dieser Aktie dann eben auch einfach relativ schnell zeigen lassen, und zwar anhand der Tatsache, ob sie nach der Eröffnung wichtige technische Level hält, erobert, Momentum aufbaut oder nicht. Und das kann man relativ gut sehen, tut sie. Die macht also auf, Gap drunter, reißt alle Level, kommt relativ zügig innerhalb der nächsten 5, 6 Minuten zurück Richtung 119 und 120, testet dann nochmal den Bereich von 119,5 und macht dann was wir alle kennen als Trenddefinition, höhere Tiefs, und bricht dann am Ende weiter in Richtung 1,22 und fast 1,23 aus. In diesem Fall mental flexibel zu bleiben, ist eben eine wichtige Tugend. Warum? Weil jetzt stellen Sie sich vor, die Aktie kommt nach unten und Sie glauben, die muss jetzt ein Short sein, weil die ist ja schon schwach. Dann ist das ein wirklich großes Problem für viele, wenn die Aktie dann plötzlich stark wird. Um das mal einzuzeichnen, was ich meine. Ich hatte doch hier irgendwo mal sowas zum Zeichnen. Ich weiß gar nicht, ob es noch da ist. Ich glaube, es ist weg. Nicht so schlimm. Um das mal einfach zu verdeutlichen: Eine Aktie kann fallen, ein Downgap machen und dann den ganzen Tag steigen, das Gap zumachen und noch positiv werden. Genauso kann sie auch andersrum laufen. Das muss man im Kopf haben. Das heißt nicht nur, dass eine Aktie schwach ist, dass sie auch schwach bleibt und umgekehrt. Von daher sollte man sich nicht darauf einlassen, nur weil das Downgap da ist, dass die jetzt auch fallen sollte, sondern man muss eben auch wissen, dass ein Downgap manchmal eine Einladung zum Kaufen ist. Und das sollte man also von vornherein nicht so betrachten.
als gäbe es hier nur eine Richtung, die möglich ist. Und es macht also Sinn, aus diesem Grund besonders abzuwarten, die ersten 10 bis 15 Minuten, ob die Aktie denn in irgendeiner Richtung sich tatsächlich bewegen will. Also so ein Breakout, ein Ausbruch in irgendeinem dieser beiden Richtungen versucht. Und in diesem Fall sehen wir ja relativ einfach schon, dass die IBM es nicht schaffen kann, diese 118 überhaupt nochmal anzulaufen und dann sogar die 119 bricht und die 119,5, um dann eben weiter zu traden Richtung 122. Wenn man hier die ganze Zeit, ich mache das jetzt mal hier auf, wenn man hier die ganze Zeit jetzt hier seinen Dealing-Button hat, hat er, weiß ich nicht, seine 100 Stück eingestellt, so wie wir das vorhin besprochen hatten, und sitzt jetzt hier und denkt sich, naja, komm, jetzt shorte ich die, weil sie da an der 1, in diesem Fall an der 1,19 ist, weil ich möchte, dass die fällt, und sie war ja vorher schon bei der 118, dann macht man das zwei, drei Mal und steigt und steigt und steigt sie, und dann ist man irgendwann relativ zügig hinten. Das ist also ein schlechter Ratgeber quasi. Macht also viel mehr Sinn, da diesen Dealing-Button erstmal auszublenden oder zumindest nicht hinzugucken und wirklich die erste Zeit, die ersten 5, 6, 7 Minuten, vielleicht sogar 10 Kerzen, wenn es Minutenkerzen sind, abzuwarten und sich dann zu überlegen, in welche Richtung hält die Aktie die Level. Also in diesem Fall auf die ganzen halben Level zu schauen, hat sich wirklich als maßgeblich sinnvoll etabliert, zu schauen, hält sie so ein Level wie die 118, die 118,5, die 119, 119,5, wie hält sie das, wird das gerissen und wieder angetestet wird dann von oben getestet und macht dann auf der Upside weiter oder geht das Ganze andersrum. Und das ist eben sozusagen die Strategie zu überlegen und zu erkennen, quasi sich zeigen zu lassen, in welche Richtung der Aktie sich bewegen möchte. Dazu sei gleich auch gesagt, dass es Aktien gibt, die sich relativ schlecht bewegen, also im Sinne von Seitwärtsphasen, die dann Ewigkeiten zwischen zwei Preisen hin und her oszillieren und an der Stelle kein wirkliches Breakout erfolgt. Das ist das, was wir dann alle blöd finden. Solche Aktien gibt es. Und daher gibt es eben auch noch eine vierte Regel, auf die ich gleich zu sprechen komme, wie man denn damit umgeht, wenn das Breakout nicht kommt und die Aktie keinen Trend aufbaut. Also dritter Punkt bedeutet, ersten 5 bis 10 Minuten die Trading-Strategie SOH, Sit on Hands, also nichts machen. Ja. Da ist eben ganz klar, ganz wichtig, dass man eben wirklich einfach erstmal nichts tut und dann in der Folge sich zeigen lassen, wohin will die Aktie, welche Level halten und mit oder gegen welches Level mit oder gegen welches Level lässt sich das Ganze traden. Und dabei ist eben weiter wichtig, sozusagen die ganzen und die halben. Und damit ist eben gemeint, zum Beispiel eine 118 oder eine 118,5, nichts zwischendurch, sondern einfach erstmal zu sehen, was passiert an den ganzen und an den halben Leveln. Dritter Punkt ist maximal 3 Versuche, danach aufgeben, wenn kein Breakout folgt. Schreibe ich mal eben so auf. Warum? Wir können uns, das ist ein ganz einfacher Punkt, wir können uns relativ wir können es relativ einfach herleiten, wieso. Es gibt Aktien, wie gesagt, die laufen einfach nur seitwärts, da passiert gar nichts. Und dann versuchen wir zwanghaft einen Trade zu finden, den es gar nicht gibt. Und wenn immer wir sowas versuchen, dann haben wir irgendwann das Problem, dass wir irgendwo rumtraden und am Ende nichts passiert. Und dann landen wir schnell im Overtrading, was bedeutet, wir haben das Problem, dass wir an dieser Stelle überhaupt nicht aus dieser Denke herauskommen, dass wir jetzt in den Trend kommen gleich, sondern es bleibt im Grunde seitwärts und dann haben wir ein Problem. Von daher ist die Devise, das abzuwarten, und zwar 3 bis 4 Versuche nach diesen ersten 10 bis 15 Minuten. Wenn dann kein Breakout kommt, dann wird wahrscheinlich auch keins mehr kommen. Der fünfte Punkt sozusagen, Fehlerbehebung, was tun, wenn man orientierungslos ist.
Dann gibt es eine relativ einfache Regel. Wenn man nicht mehr weiß, wo es hingeht, dann schaut man sich eins an und das sind die gleitenden Durchschnitte, die intraday abgebildet werden. Also in diesem Fall machen wir das mal so, in diesem Fall die ja, 20, 50, 200 und 100er MAs und dabei ist eben wichtig, einfach zu wissen, man braucht genug Historie. Wenn wir aber irgendwann merken, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, schauen wir es mal auf 5 Minuten um, wenn wir irgendwann merken, dass der 5 Minuten 200er MA plötzlich führt, ja, dass der Markt Schwierigkeiten hat, im Grunde oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte zu halten, dann kann man sich die Regel auferlegen, zu sagen, niemals gegen die Steigung der gleitenden Durchschnitte zu traden. Was so viel heißt wie nicht gegen den Trend zu handeln. Und in diesem Fall bedeutet das konkret, wenn wir hier irgendwie in diesem Fall, weiß ich nicht, im Preisbereich 122 oder sowas, merken, dass die es ab und zu mal ausbricht, aber es nicht wirklich schafft, drüber zu halten, dann einfach zu schauen, dass wir die nächste Möglichkeit mit dem gleitenden Durchschnitt zu traden im Grunde nutzen, um dann in Richtung des übergeordneten Trends zu handeln. Die IBM ist übrigens, das kann ich gleich noch dazu sagen, nicht das beste Beispiel. Die Aktie ist relativ, ich habe sie selber getradet zu dem Zeitpunkt, relativ choppy. Die hat schnell mal 40, 50 Cent verloren und wieder gut gemacht. Dann war der Markt recht schwach und dann hat sie immer mit dem Uptick im Markt getradet, genauso auch mit dem Downtick. War also recht unsauber und wir sehen das ja auch schon, dass sie recht unsauber tradet. Das passiert halt. Es gibt andere Titel, die da etwas besser sind. Das ist aber auch ein bisschen von der Tagesform abhängig. Was jetzt hier nicht zu sehen ist, ich kann es aber auf einer anderen Plattform nochmal zeigen. In der Netflix zum Beispiel war das relativ schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen gehandelt hat. Aber wir gehen das jetzt, das, was wir gerade besprochen haben, nochmal anhand dieser Netflix-Aktie auch durch und dann kommen wir am Ende auf die Apple zu sprechen. Da willst du mich auch nochmal deutlich zu. Nochmal ganz kurz, weil ein, zwei Fragen auch im Chat reingekommen sind. Es hatten sich auch ein, zwei Teilnehmer etwas später noch oder einige Teilnehmer etwas später noch erst dazugeschaltet. Da kam einmal die Frage, welche Indikatoren du verwendest. Ich meine, ich denke, das sollte auch noch klar geworden sein. Die EMAs hast du ja schon aufgeführt, auch hier auf dem oder auch aufgeschrieben, 5, 20, 50 und so weiter. Aber du hast ja noch Indikatoren, die jetzt da auch die Kerzen blau bzw. rot färben. Kannst du dazu noch was sagen, beziehungsweise du hast gesagt, bei einer Regel 3, 4 Versuche, vielleicht noch zu dem Thema Money Management, wie viel Risiko pro Trade man da eingehen sollte, jetzt bezogen aufs Konto, irgendwie hast du da vielleicht noch ein paar Tipps? Ja, gerne. Dann machen wir das mal zuerst. Also, was hier zu sehen ist, das ist jetzt, diese Kerzen sind ja hier rot und blau eingefärbt. Das ist für mich eine Hilfe, die ich da einprogrammiert habe, direkt in die Kerzenfärbung. Ich könnte jetzt also die gleitenden Durchschnitte im Grunde ausblenden, denn die sind quasi in die Kerzenfärbung integriert. Also das ist so ein Mischmasch aus Supertrend-Indikationen als auch ATR, die hier in die Kerzen mit eingebaut ist. In der Regel sollte es fallen, sind die rot, dann sollte es steigen, sind die grün. Das ist einfach für mich vor allen Dingen in der Makroübersicht, wenn ich jetzt mal hier, ich mache das mal anders. Ich nehme jetzt hier so einen 15-Minuten-Chart. Jetzt fällt er natürlich hier ein bisschen auseinander. Nehmen wir mal irgendwas, ein Intel oder so. Na. Okay, aus irgendeinem Grund ist es jetzt ein bisschen wild alles. Wie auch immer. So, sieht man eben, für mich ist es nochmal eine Hilfe zu sehen, okay, wenn das Ding blau ist, dann bin ich ein bisschen vorsichtig mit Shorts. Und versuche eben zu überlegen, kann ich das eher auf der Long-Seite traden. Wenn das rot ist, dann bin ich eher ein bisschen aggressiver mit den Shorts. Das ist allerdings im Grunde nichts anderes als das Einzeichnen von den gleitenden Durchschnitten. Nur, dass halt die Kerzenfärbung sich zusätzlich noch verändert. Also nichts, kein Hexenwerk und nichts, was man jetzt unbedingt braucht. Aber am Ende für mich, wenn ich jetzt eine Aktie aufmache, die ich noch nie gesehen habe oder die ich selten angucke, oder ich habe, weiß ich nicht, 20 Stück parallel offen, dann sehe ich, alles, was steigt, ist blau, alles was fällt, ist rot und ich habe in einer Übersicht im Grunde schnell auch sozusagen die Trenddefinition abgebildet. Darum geht es. Es hat eher den Zweck, wenn man viele Aktien parallel offen hat, zu erkennen, was steigt und was fällt. Die zweite Frage zum Thema Risiko. Also das ist ja, kann man jetzt ein Buch aufmachen und reingucken oder eben lange darüber diskutieren.
Ich persönlich halte das relativ flexibel, aber um so eine allgemeingültige Regel zu nennen, wir wissen alle irgendwie, alle irgendwas zwischen 0,5% bis irgendwie 3% ist interessant. Man landet dann meistens in der Mitte irgendwie bei 1 bis 1,5%, was man so riskiert. Aufs Konto gesehen, das heißt zum Beispiel, wenn wir ein 10.000-Euro-Konto haben, dann dann wissen wir, 10% sind 1.000 Euro. Ich kürze das mal, ab mit 1.000 Euro, also 1 Euro und so weiter. Und dann kann man es entsprechend runterskalieren. Und ja, und dann hat man so ein bisschen einen Anhaltspunkt zu dem, was man machen kann. Am Ende geht es um Folgendes. Hintergrund ist einfach, dass man im Spiel bleiben muss, und das heißt, ein Trade sollte nicht ins Gewicht fallen, wenn man tradet und der geht schief, und das sollten auch nicht 5 oder 10 Trades ins Gewicht fallen, im Sinne von, dann kann man nicht mehr weiterhandeln. Ja? Das ist einfach der Hintergrund, und das ist einfach ein bisschen davon abhängig, wie groß das Konto ist. Man kann das auch aggressiver fahren, das kommt immer ein bisschen auch auf die Strategie an und ob man jetzt Momentum Trading betreibt oder ob man Trend Trading betreibt und was so an anderen Kosten noch dazu kommt. Aber um jetzt mal so eine definitive Aussage zu geben, ich sage jetzt mal irgendwie so 1,5% ist sicherlich nicht verkehrt, damit man da relativ lange im Spiel bleibt. Wichtig ist aber, dass man nicht einfach jetzt den Fehler begeht und sagt, okay, ich habe ein 10.000-Euro-Konto und ich riskiere jetzt, weiß ich nicht, 1% oder ich riskiere 10%. Sagen wir mal, ich riskiere jetzt 5% und will 500 Euro maximal ausgeben, dann ist das Problem, dass man häufig diese Summe Geld nimmt oder irgendeine Summe Geld, also sagen wir mal 500, 300, 100, was auch immer, und jetzt geht man hin und will genau dieses Geld im Trade verlieren oder gewinnen, und ist dann eben das Risiko liegt im Geld. Dann hat man das Problem, dann nimmt man dieses Geld, schmeißt das dem Markt hinterher und hofft, dass der Trade aufgeht oder nicht. Das Problem dabei ist, dass man das dann an Stellen macht, an denen man eben sinnvollerweise möglicherweise nicht handeln sollte. Deshalb kann das Ganze immer nur sozusagen eine Komposition sein aus Risikomanagement auf der einen Seite im Sinne von der Positionsgröße, und die muss aber volatilitätsadjustiert sein, meines Erachtens. Und das bedeutet, man muss die ATR mit einfließen lassen in die Positionsgrößenberechnung, um zu verstehen, ob das auch wirklich zu dem Titel passt. Beste Beispiel ist der DAX oder sonst andere Märkte, die haben einfach eine hohe Vola, weiß ich nicht, mittlerweile von irgendwas, sagen wir mal 300 Punkten oder so, manchmal ein bisschen mehr. Und man geht da jetzt mit einem 5-Euro-Kontrakt oder 10-Euro-Kontrakt rein und ist nach 10 Punkten in seinem Risiko, dann hat man das Problem, dass man einfach im Markt draußen ständig rausfliegt und dann hat man auch nichts gewonnen. Also es macht also Sinn, das Ganze zu adjustieren an der Volatilität, und das kann man eben über die ATR ableiten. Dazu können wir gerne auch nochmal ein Webinar machen, da habe ich recht viel Folien zu, das haben wir ein paar Mal schon gemacht. Einfach um zu verstehen, dass jeder Titel, jedes Underlying seinen eigenen Charakter hat, was die Vola angeht. Und das muss man eben mit einbeziehen, damit man nicht blind sozusagen da auf die Titel schießt und am Ende sich wundert, warum man irgendwie im Rauschen rausfliegt. So. Ich hoffe, das ist beantwortet. Ich gucke gleich nochmal auf die Fragen. Ich habe die jetzt ausgeblendet, weil sonst ist das hier auf meinem Monitor ein bisschen viel. Würde also nochmal kurz auch zu dieser Netflix gehen, weil jetzt haben wir es einmal kurz durchexerziert mit der IBM, und dann will ich jetzt eben auch nochmal zeigen, wie geht das noch in anderen Titeln. Und wir schauen uns nochmal das Muster an, 1, 2, 3, 4, 5. Also für eine Netflix, die hatte schon Earnings, und ich scroll den Chart jetzt so, dass man, die gehört jetzt nicht zu den Dow-Titeln, deshalb ist sie hier im Flat Trader nicht drin, aber die Apple, die wir uns als letztes anschauen, ist drin. Deshalb machen wir es eben über dieses andere Charting-Tool. Netflix zum Beispiel sehen wir schon, hat was für eine ATR ungefähr zu diesem Zeitpunkt von den Earnings von 5 Punkten. Das ist ein Tageschart in der Netflix. Also 5 Dollar Bewegung, mit der wir rechnen müssen, potenziell gegen uns. Was bedeutet das? Wenn wir 100 Stück haben, sind das 500 Dollar max. Bei einem 10.000 Euro Konto 5%. Also gehen wir vielleicht mit der Positionsgröße sogar eher ein Stück runter Richtung 50 Stück. Dann können wir da bei der maximalen Auslastung sozusagen der Vola immerhin noch 5 mal
50 riskieren, sind wir irgendwo bei 250 Dollar, die wir verlieren können in der Spitze. Das sollte die kleineren Konten auch noch relativ, oder sollten die kleineren Konten auch noch relativ gut aushalten können. Wir wissen also, ohne jetzt auf den Chart gesehen zu haben, nur über die ATR bei ungefähr 5 Punkten, Netflix bewegt sich so viel, dass wir maximal so 50 Stück haben sollten. Ich hoffe, das ist verstanden worden. Also ATR mal der Anzahl der Positionsgröße sollte nicht mehr sein als x Prozent vom Konto. Und damit, wenn man das jetzt in drei Satz auflöst, weiß man eigentlich relativ schnell, okay, ich darf nicht mehr als 50 Stück haben, wenn die Kontogröße, weiß ich nicht, wenn man jetzt 2% riskieren will oder was auch immer. Das muss auch nicht auf die Aktie genau ausgerechnet sein. Also es soll nicht 52 Stück oder 55 sein oder was auch immer. Es reicht so eine Logistik über den Daumen gepeilt. Nehme ich jetzt eher 50 oder eher 100 und dann ist es auch egal, ob es 40 sind oder 60 sind. Dann kamen die Earnings in der Netflix und was ist passiert? Das schauen wir uns jetzt an. Achso, falsch. Bevor wir das machen, kurze Trenddefinition, wo ist die? Die läuft auf Tagesbasis eher in einem Aufwärtstrend mit im Moment einer seitlichen Konsolidierung. Wir sehen, dass die hier ziemlich genau an ihrem 200 Moving Average ist, bevor die Earnings gekommen sind. Und die hat am unteren Ende so im Bereich von 94, 95 ein größeres Support-Niveau und auch nochmal so im Bereich von 98. Reicht schon als Info. Könnte also sein, dass sie durchaus, je nachdem wie stark sie ist, aus der Range hier raus tradet, hoch Richtung 115 zurück oder hier in den unteren Bereich. Dann muss man eben schauen, wie reagiert sie. Dann kamen die Earnings raus. Jetzt machen wir uns einen 1-Minuten-Chart auf und gehen mal an den Tag, wo das passiert ist. Und das ist heute. Und das ist nicht richtig. Und das war hier. Und das ist also die Netflix nach ihren Earnings. Na? Oder rede ich Quatsch? Nein, das ist sie. So. Na? Okay, also hier kamen die Earnings. Und was ist passiert? Die Aktie macht auf. Ich versuche das mal zu zoomen. Das war dieser Tag. Hier. Die Aktie macht hier auf und läuft in den Preisbereich von 109 und 110 knapp, schafft es aber nicht, die zu überschreiten. Wir haben gerade gesagt, die ersten paar Minuten wollen wir abwarten, in der Regel die ersten 5 bis 10. Zählen wir mal 5 Kerzen ab. 1, 2, 3, 4, 5, dann sind wir hier bei dieser Kerze. Und dann sehen wir schon, macht die Netflix-Aktie folgendes. Die bietet innerhalb der ersten Minuten diese Range hier an, die dann irgendwann post der ersten 5 bis 10 Handelsminuten gebrochen wird zur Downside. Und das ist auch genau der Punkt. Hier zeigt sie uns, sie will hoch, dann zeigt sie uns, sie will runter, dann macht sie irgendwas. Da sich jetzt als allererstes schon auf die falsche Seite zu stellen, ist tödlich, weil die Vola recht groß ist. Also die springt hier ja zwischen, sage ich mal, 106 und 109 hin und her. Das sind schon 3 Punkte. Das sind mit 50 Stück 150 Dollar, die man da aushält, wenn man an den extremen Punkten aus Versehen ein- und aussteigt, und zwar in der Gegenrichtung. Deshalb eben nochmal der Hinweis, einfach erstmal warten, ja, nicht sofort die ersten 5 Minuten nutzen für den Einstieg, sondern die ersten 5 Minuten sich zeigen lassen, was will die? Will die schwach sein oder will die stark sein? Und wenn man dann sieht, dass so ein Preis von 109 getestet und abverkauft wird, dann zeigt sich relativ schnell, okay, die kann es offensichtlich nicht halten. Sie schafft nicht, die 109 zu halten, sie schafft es nicht, die 158 zu halten. Sie macht also im Grunde tiefere Hochs. Und dann wird die Frage offen sein, na gut, gegen welchen Punkt kann ich die denn jetzt traden? Und dann kann man relativ zügig irgendwann entscheiden, dann nehme ich halt mal die 108 zum Beispiel als glattes oder die 158 als glattes Level. In dem Fall ist die 108 angenehmer, weil wir sehen, dass hier tatsächlich mehrfach dieses Level getestet wurde und dann nicht mehr überschritten wurde. Und dann baut sich eben über die Zeit so ein recht schöner Trend auf. Wir sehen, dass bis runter fast zu 97 glatt, da ist der S&P natürlich mitgefallen, wer sich erinnert. Aber in dem Fall fällt die eben mal kurz von der 100, weiß ich nicht, 8 auf die 100. Das sind schon mal 8 Punkte. Und dann fällt sie nochmal 3 Punkte durch knapp. Wenn man jetzt mal einkalkuliert, dass man nicht genau so rauskommt, dann schafft man es vielleicht 8 bis 9 Punkte da rauszuschneiden. Kann man also schon was mit anfangen, wenn man irgendwie sich überlegt, dass man, weiß ich nicht, 50 Stück hat. Mal 8, dann hat man hier seine 400 Dollar gemacht und das eben innerhalb der ersten
zwei, drei Handelsstunden. Nicht jede Aktie trendet immer so, aber man kann daran sehen, dass man selbst mit 50 Stück relativ viel erreichen kann. Und das ist eben in der normalen Session nicht möglich. Also wenn die Netflix nicht trendet, weil keine Earnings sind und keine News anliegen, dann braucht man ja nicht handeln. Wenn aber die Berichtssaison losgeht und die Aktie baut dann Post-Earnings einen Trend auf und auch sei es nur ein Tagestrend, dann hat man genug Wohler, um eben da auch was rauszuschneiden. Das ist ja auch das Ziel, wenn wir versuchen, solche Titel zu handeln, vor allen Dingen in der Berichtssaison. So, das war die Netflix. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Apple, weil unsere Stunde ist gleich rum, aber wir haben ja eben die Apple noch im Weg bei in Bälde sozusagen, am 26. ist das, meine ich. Da können wir uns überlegen, was da passiert. Es gibt natürlich noch ein paar andere Dinge, auf die man achten kann, wie die entsprechende, wie der Optionsmarkt das preist, um zu schauen, was können wir ungefähr an Bewegung erwarten. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Aber am Ende können wir hier schon mal sozusagen die ersten paar Schritte durchgehen, die uns helfen können, zu entscheiden, ob und wie wir diese Aktie traden wollen. Also auf lange Sicht sehen wir ja Apple, Schwierigkeiten gehabt in 130, dann da war der Split, dann ist sie runtergekommen Richtung 105, die hat sie dann gebrochen, Trading-Moment unter allen ihren leitenden Durchschnitten, ist unterwegs sozusagen im Bereich von aktuell 97 und hat da fast die 93 mit dem S&P los am Ende getestet. Ist hier dieser Preisbereich 93,5. Und das fällt uns jetzt hier ein bisschen aufgrund der Historie wieder. Gehen wir also nochmal zurück auf diesen Chart, holen uns hier die Apple. Einfach nur nochmal, um zu sehen, wo sind da langfristige Level. So, die hat hier ja 2015 dieses Rounding Top gemacht, ist dann gefallen. Was ist noch im Weg? Die letzten Swing Lows natürlich auf der 93. Sollte sie da jetzt eine Zeit drüber halten, dann haben wir hier dieses Flash Crash Tief bei der 92. Und dann sind einige Gaps noch offen, aber das nächste technische Level ist im Grunde so der Bereich von 90 glatt und von, weiß ich nicht, 80 oder so. Sodass wir uns überlegen müssen, okay, die Aktie ist in einem Abwärtstrend im Moment in den beginnenden. Die hat erstmal aber den Bereich um die 3, zwischen 90 und 93 gehalten. Was kann also passieren, wenn die jetzt kommt? In der Regel bewegt die sich ja um, weiß ich nicht, 5% oder so. Gehen wir davon aus, dass diesmal auch so ist. Bewegt sie sich vielleicht so um, weiß nicht, 4 Punkte oder so, 4,5. Und das ist dann in der Spitze. Wenn wir uns auch die ATR anschauen auf Tagesbasis, da liegt sie auch sogar ungefähr zwischen 3 und 4 Punkten. Müssen wir wissen, wenn wir 100 Stück benutzen, reden wir von einem Risiko von ungefähr $400, einfach so über den Daumen gepeilt. Und dann müssen wir natürlich noch, also im Extrem, und dann müssen wir uns natürlich rausfinden, wo wollen wir rein oder raus. Und das können wir uns erst zeigen lassen, wenn die Apple-Aktie am 26. dann reportet und dann eben am 27., glaube ich, muss gleich nochmal nachgucken. Aufmacht um 15:30 Uhr. Hier steht es, ja, 26. kommen die, das heißt am 27. macht es für uns Sinn. Dann wird sich das gleiche Bild ergeben, sie wird entweder nach oben oder nach unten ausbrechen. Und auch hier wieder der Hinweis dann zu sehen, einfach erstmal die Range abstecken und dann schauen, in welche Richtung will sie gehen. Um das mal zu zeigen, wie das dann an den letzten Earnings war, ist hier ganz gut zu sehen, kommt jetzt. Na, wo bist du? Hier. Hier war es so, die Earnings sind gekommen. Ich mache da mal ein Kästchen drum, das war dieser Tag. Ist jetzt ein Tagesschart. Die Earnings sind gekommen. Es gab ein Upgap in der Aktie. Der Eröffnungskurs, der war bei 119, Entschuldigung, bei 116,93. Also hier irgendwo. Und dann hat sie da einmal kurz runtergetradet, Richtung, weiß ich, 116 oder so, 116,5 und ist dann den gesamten Tag gestiegen in Richtung 119,30. Also auch gute 3 Punkte. Und sowas rechne ich im Grunde auch jetzt am 27. Ob sie steigt oder fällt, aber zumindest, dass sie so einen Mini-Trend macht. Und auch hier hat man sich zeigen lassen können. Sie hat die 116,5 nicht mehr gebrochen nach dem Upgap. Sie konnte das Gap also halten und dann ließ sich gegen die 116,5 und 117 relativ gut dann Einstieg finden. Und das wird dieses Mal wahrscheinlich genauso sein, wenn die Earnings kommen. Und da würde ich mal so auf den Preisbereich zwischen 90 und, also um die 95, je nachdem wie das Gap aussieht, schauen. Das ist jetzt natürlich alles Prognose, es macht erst Sinn, das wirklich zu beurteilen, wenn wir die Preisreaktion gesehen haben nach der Eröffnung.
Das notwendige Handwerkszeug habe ich ja jetzt im Grunde dazu geschrieben. Es wird auch nochmal ein Webinar geben nächste Woche am Mittwoch, glaube ich, oder Donnerstag, eins von beiden. Das kann ich im Kopf. Wo wir uns das Ganze dann angucken und schauen, ob dann da entsprechend nochmal die Vorbereitung ein bisschen weiter ausgebaut werden kann, weil ja bis dahin noch mehr an Kurshistorie auch zur Verfügung steht. Das nächste Webinar ist genau in einer Woche, wieder am Donnerstag, ne? Um 18 Uhr. Super. So viel also zu diesem Thema. Das ist natürlich immer recht viel, aber am Ende, wenn wir werden wir das ja nächste Woche nochmal donnerstags wiederholen. Gleiche Geschichte, andere Aktien, um das nochmal zu vertiefen und dann mal gucken, was man am 27. Beziehungsweise dann am Donnerstag ist das ja schon, das ist ja Post-Earnings, ob was man da hat traden können oder ob gerade Trades laufen, also mal schauen. Das ist also die Idee für diesen Ansatz. Gibt es noch Fragen? Ich mache jetzt mal diese Frageliste auf. Welche Indikatoren, bei welchem Kurs hätte man bei IBM long gehen können? Gute Frage. Also bei verschiedenen, zum Beispiel bei, ich hole sie nochmal rein, bei 120 war so ein Level, habe ich noch im Kopf. Springen wir nochmal dahin. So, 120 war so ein Level und Post-Earnings war es die 118,50, relativ schnell an dem gleichen Tag. Das war hier dieser Bereich, als sie die 118 gehalten hat, den 118,5 und dann ist sie relativ schnell Richtung 120 hoch. Dazu muss ich Ihnen sagen, dass sie aber zwischenzeitlich echt fiese Spreads hatte. Das war nicht so einfach. Ist nicht immer das, die IBM ist nicht das beste Beispiel dafür, aber am Ende war klar, dass das Gap eben nicht abverkauft worden ist, sondern gehalten hat. Das will ich damit eben sagen. Und das Gleiche ist analog auch in den anderen Titeln anzuwenden. Was ist, wenn der 50er steigt und der 200er fällt? Warum soll man dann nicht long gehen? Das kann man pauschal nicht sagen. Also es geht um Folgendes. Wenn der 200er Moving Average fällt, dann wissen wir, ist diese Aktie seit 200 Tagen im Grunde da eher abwärts gerichtet unterwegs, also im Abwärtstrend. Was nicht heißt, dass der nicht mal irgendwann zu Ende ist, dieser Abwärtstrend. Das heißt also nicht nur, weil der 200er Moving Average fällt, dass man nicht long gehen kann, wenn die Aktie beim 50er Moving Average notiert. Ich würde den allerdings eher nicht benutzen, sondern darauf achten, dass man versucht, mit kurzfristigeren Moving Averages gegen die Trendrichtung zu handeln. Warum? Weil wenn der langfristige oder mittelfristige gleitende Durchschnitt dreht, dann in die Nähe des, weiß ich nicht, 200ers läuft, dann hat man häufig das Problem, dass man sozusagen völlig im Bereich von Unentschlossenheit unterwegs ist und die Aktie in diesen Fällen meistens eher seitwärts läuft. Es macht also Sinn, meines Erachtens, zum Beispiel auf so einen 5- oder 7er gleitenden Durchschnitt zu schauen, ob der steigt oder fällt, das als sozusagen Wochentrendindikation zu benutzen, um mit diesem Wochentrend zu traden, sich nicht so sehr davon verwirren zu lassen. Am Ende reicht der Blick auf den Chart. Wenn irgendwie alles fällt, wenn alle gleitenden Durchschnitte eine Steigung, negative Steigung haben, dann muss man sich überlegen, es sei denn, man kennt jemanden, der was weiß, der jemanden kennt, aber normalerweise macht es nicht so viel Sinn, gegen den gleitenden Durchschnitt zu traden, es sei denn, man hat einen guten Grund dafür, zum Beispiel eine Bodenbildung oder so eine Art Selling Climax, Exhaustion Gap, irgendwie sowas, was erstmal, ist, so wie wir das gestern im Markt gesehen haben, erstmal sozusagen für eine kurze temporäre Pause sorgt. Aber man muss ja nicht immer der Erste sein, der in den Abwärtstrend hineinkauft, sondern man kann ja auch erstmal warten, ob der sich eine Zeit lang stabilisiert und dann eben sozusagen die Steigung der ersten kurz- und mittelfristigen Durchschnitte dreht und dann gegen diese kauft sozusagen. Also das ist eigentlich die sogenannte Bestätigung, mit der man da besser unterwegs ist. Die nächste Frage ist, welche Realtime-News zu Aktien kann empfohlen werden? Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, was ist damit gemeint? Realtime-News, also man kann solche Squawk-Boxen sich kaufen, zum Beispiel Rand Squawk, kannst du mal reinschreiben, in denen man sozusagen Gesprochenes hört. Rand Squawk oder weiß ich nicht, Trade the News, relativ teuer alles.
braucht man nicht unbedingt machen. Im Grunde reicht Tipp, im Grunde reicht als Realtime-News folgendes: Stocktwits, habe ich auch schon oft erzählt, das gilt jetzt vor allen Dingen für die US-Aktien, eine Website, auf der, ich schaue mal eben, ob man die jetzt ganz kurz nochmal zeigen kann, hier ist es zu sehen, das ist eine Website, da sind sozusagen Echtzeit-News oder kommen Echtzeit-News zu den Aktien über die Community, und dann braucht man gar nicht lange irgendwas kaufen, das ist umsonst. Und zum Beispiel Öl war ja heute recht stark, sieht man schon, die Öl-ETFs werden da diskutiert und so. Also das kann ich empfehlen als Tipp, stocktwits.com für Realtime-News, die sind auch kostenlos. So, wie kann man vorbörsliche und nachbörsliche US-Aktien verkaufen und kaufen? Das geht bei FXFed geht das nicht, zumindest nicht über den CFD. Da müsste man bei CapTrader ein Konto haben und die Aktien physisch handeln, also direkt sozusagen am Markt, was die Folge hat, dass man etwas höhere Kapitalanforderungen hat. Also in dem Fall muss man die Pattern Day Trader Rule erfüllen, also mindestens 25.000 Dollar auf dem Konto haben plus die Risikoeinlage sozusagen. Das geht bei CapTrader, dann wird man die Aktien nicht als Derivat handeln, sondern eben als physisch direkt 1 zu 1. Mit einem maximalen Hebel von 4 bzw. 2, je nachdem, wie das der Broker da abbildet, in der Nach- und Vorbörse. Ist aber nicht immer unbedingt zu empfehlen. Also die Vor- und Nachbörse ist doch relativ illiquide. Ich kann davor tendenziell eher nur warnen. Ich würde die Vor- und Nachbörse, wenn überhaupt, dann als charttechnische Indikation benutzen, um daraus für die Cash-Session sozusagen am Folgetag Support- und Resistance-Preisniveaus abzuleiten. Ansonsten braucht man da, glaube ich, nicht unbedingt immer so aktiv werden. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber am Ende ist es eher eine Indikation. Und damit ist auch die nächste Frage beantwortet, ob News oder vor- und nachbörslich gehandelt werden in Aktien seltenst. Ich warte da eher auf die Cash-Session, wenn das Volumen auch entsprechend kommt. Also ich kann mal für nächste Woche vielleicht einen Chart zeigen. In der Netflix hätte man, wenn man long gegangen wäre, relativ oben, weit oben long gegangen wäre in der Post-Market-Session, dann hätte es einen ziemlich erwischt. Die ist nämlich bis 122 fast oder so, ich sag's mal, raufgelaufen und hat dann diese gesamte Bewegung gefadet und ist am nächsten Tag auf 97 gefallen. Jetzt stellt man sich vor, man ist da aus Versehen auf der falschen Seite drin und das Ganze oben und geht da nicht raus und kommt nicht raus, vielleicht sogar. Dann guckt man ganz schön blöd. Also wie gesagt, die ist hier wird die 109 angezeigt, weil die Post- und Pre-Market-Session nicht angezeigt wird. Aber in Wirklichkeit war sie nach der Zahlenveröffentlichung, war sie hier oben. Da, ich mache da mal so ein Ding hin. Hier ist da hochgeschossen und ist dann den gesamten Weg runtergefallen. Also man hätte da einen schönen Short bekommen, aber das muss man erstmal hinbekommen. Und dann muss man ja auch noch über die Nacht halten. Kann also eher davor nur warnen, weil die Liquidität auch ziemlich dünn ist. Also am Ende lieber als Indikation benutzen, nicht so sehr als sozusagen aktive Handelssession. Dazu kommt auch noch, dass man an dieser Stelle nur Limit ordern kann, kann dann nicht Market ordern, was zur Folge hat, dass man auch nicht immer so rein und rauskommt, wie man das will. Das gilt eben auch für die Stops. Man kommt nur mit Limit rein, man kommt aber auch nur mit Limit raus. Und das ist eben, wenn mal 2, 3 Punkte übersprungen werden, dann manchmal kann das teuer werden. In welchem Chartprogramm kann man die vorbörslichen Kurse sehen? Die kann man hier bei dem FlatTrader jetzt nicht sehen, was nicht so schlimm ist. Die kann man aber zum Beispiel bei CapTrader sehen, in der TBS oder was auch immer man dort anbindet, wenn man die entsprechenden Realtime-Kurse abonniert hat. Von der NYSE oder New York Stock Exchange kann man da so einen Bundle abonnieren. Dann kann man das sehen. Und da ist es dann eben auch nochmal, aber auch was anderes sozusagen, ne? Als das jetzt hier über den FlatTrader abzubilden. Dafür reicht im Grunde diese Plattform relativ gut aus. Wir können nächste Woche gerne, Philipp, in dem Webinar auch auf CapTrader eingehen, beziehungsweise die Trader Workstation als Plattform auch vorstellen oder dann auch auf den Aktienhandel bei CapTrader dann eingehen. Ja, können wir machen. Also wer da Interesse hat, das zu sehen, dann machen wir es vielleicht so, dass wir das nächste Woche mal dann damit machen. Dann ist das nochmal, kommt da nochmal sozusagen ein bisschen mehr an Zutaten in das Rezept.
Und das ist vielleicht auch nochmal interessant. Ansonsten, wie gesagt, für die, sage ich, vereinfachte Form ist das hier maßgeblich sozusagen ausreichend und dann muss man gar nicht so sehr viel machen. Man kann es natürlich immer noch verfeinern und am Ende auch etwas verkomplizieren, was manchmal gut und manchmal schlecht ist. Aber am Ende ist das, sind das eben zwei unterschiedliche Dinge, ob man das jetzt mit dem CFD macht oder ob man die Aktien physisch tradet. Gut, also ich habe, wäre damit meinen Teil am Ende. Ich sehe jetzt auch keine weiteren Fragen, von daher würde ich das jetzt dabei belassen und dann eben auf nächste Woche verweisen, am Donnerstag um 18 Uhr. Dann das Ganze in der Wiederholung, dann mit CapTrader und gerne vorbörslich, nachbörslichen Kursen, da nochmal im Detail etwas zum Thema. Dann haben wir im Grunde ja auch die App gesehen. Von daher ist das erstmal für heute alles. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, vielleicht hast du noch ein paar Worte, ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Ja, vielen Dank, Philipp. Sehr, sehr interessant das Webinar und auch sehr, sehr gut erklärt, finde ich, wie die Herangehensweise von dir ist. Also, dass du Schritt für Schritt den Markt analysierst und schaust, wo die Trends sind und natürlich auch mit Hilfe der technischen Analyse das Ganze versuchst natürlich einzugrenzen und dann auch mit einem vernünftigen Risikomanagement natürlich an die Sache rangehst. Und das ist natürlich das A und O, dass sie ihre Trades immer, also mit einem vernünftigen Risikomanagement handeln sollen. Ja, das sagen wir in allen unseren Webinaren eigentlich, weil nur so bleibt ihr Konto auch wirklich lange am Leben sozusagen. Ich wechsle noch mal ganz kurz zu meinem Bildschirm, weil wir jetzt ja über den Handel mit US-Aktien, CFDs gesprochen haben. Und da geht es dann jetzt insbesondere natürlich auch um die Konditionen bei FXFET. Und da ist jetzt wirklich hier bei USA, also US-30, haben wir sehr, sehr günstige Konditionen. Das heißt, sie zahlen wirklich nur 4 Cent pro Aktie. Ja, das heißt, wenn sie jetzt 10 Aktien kaufen, haben sie nur 40 Cent an Gebühren als Beispiel. Ja, also das ist sehr, sehr interessant, denke ich mal, für viele und auch fast unschlagbar in dem Bereich. Das heißt, sie zahlen auch keine Mindestkommission hier. Und können dann natürlich zu sehr, sehr günstigen Konditionen auch mit kleinen Stückgrößen hier den Aktienhandel oder Aktien-CFD-Handel mit amerikanischen Werten dann hier durchführen. Ja, wie gesagt, das war es von meiner Seite. Informationen dazu finden Sie hier, wie gesagt, auf der Homepage von FXFET. Ja, sowohl zu den Konditionen, auch zu der Plattform MetaTrader 4. Alles bei uns auf der Homepage abrufbar. Und ja, nächste Woche haben wir wieder ein Webinar. Wir haben es gerade schon angesprochen. Sie finden das hier unter Training Termine. Das heißt, wenn Sie sich da noch nicht angemeldet haben, nächste Woche Donnerstag ist wieder US-Aktienhandel angesagt mit Philipp Schröder. Dann gehen wir ein bisschen verstärkter oder auf die CapTrader-Plattform ein und auf den wirklichen Handel direkt an der Börse. Ja, das war es dann auch von meiner Seite. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Werde jetzt die Aufzeichnung des Webinars beenden und ja, wenn doch noch Fragen kommen sollten, dann werden wir die auch noch beantworten, aber die Aufzeichnung werde ich jetzt stoppen. Wünsche Ihnen noch eine schöne Woche, einen angenehmen Abend und ja, natürlich viel Erfolg beim Trading. Tschüss, bis zum nächsten Mal.